aber kriegen das Holzhaus hier ohne Ende, gell? Da kann man jetzt Holz richtig... Gut. Holz da die abbrauchen, gell? Ja. Ich sammle gerade ein, ja. Die ist, glaube ich, da Karren voll, gell? Oder passt da noch mehr rein? Nein, da passt nichts mehr rein. Voll. Das heißt, die kriegen wir wieder zurück mit ganz viel Holz, gell? Okay. Unauthorized Farming detected. Warum detekten die das? Kann man das verhindern? Das war echt interessant. Das Spiel, ja, da brauchst du recht viel Informationen, gell? Nicht so zart wie bei Stationeers, da war das noch geiler, noch zacher, gell? Okay. Mit dem Auharz nicht mehr von den Ingots. Der war geil, ja. Mit der Schleiße. Das ist schon cool, ja. Ja, das mit dem Sauerstoff, wo wir Sauerstoff ins Spiel gebracht haben, ist die Sache schon in die Luft gegangen, gell? Ja, da haben wir oft Sprengungen gemacht, ja. Da haben wir oft die Häuser gesprengt. Ja, ja. Das war aber geil. Der Holz haben. Müssen wir auch wieder mal spielen. Ja, du kannst Holz haben, ja. Du hast eh schon genommen, oder? Aber leid Zähne. Geil, Alter. Und den Container da die nachher noch mit. Ich schau das so gern zu, das ist so befriedigend irgendwie. Ja, das denke ich mir. Nimmst du da die rein hocken hier und zuschauen? Ah, der Dalt hat da drüben auch abgeholzt. Cool. Wo? Da. Ja. Wachsen die Bäume nach? Willst du fragen? Ja. Hä? Ja. Okay. Also real, oder? Real TS. Real TS. Royal TS. Real TS. Was sind das da? Wir brauchen nochmal. Karotten. Haben wir noch Mais eigentlich? Ja, müssen wir noch haben. Wenn du ein richtig großes Feld machst, gell, mit richtig viel, das war richtig geil. Das Bewässern ist da halt Sache, das musst du halt echt automatisiert dann machen, gell. Mhm. Weil da mit dem Kriebel durchgehen, da wärst du, wie soll ich sagen, gell. Wagele, ja. Da wärst du, kennst du dir was beim Hof immer vorne draußen stehen? Mhm. Die haben einen besseren Job dann wie du, wenn du das mit dem Kriebel machen musst. Zur, gell? Weil ich glaube, da muss zu sein, habe ich mal gelesen. Aber du hast eh schon wieder zugemacht, ein bisschen, oder, Sigi? Was? Hast du das schon zugemacht? Ich habe nichts am Zaun gemacht. Ja. Ich habe nichts gemacht. Okay. Wir sollten noch ein bisschen Scrap brauchen. Ich habe ein bisschen noch. Wie viel hast du noch? 10. Ah, es ist fast ein bisschen zu wenig, aber schon mal gut. Ja. Ich mache jetzt gerade doppelt, gell? Okay, Holz ist wieder out, gell? Ich suche gerade solche Gabeldinger. Ja.
Weil dann können wir anfangen, die Stirner zu nutzen. Das war auch gut, ja. Aber dann haben wir nicht mehr so ein Problem mit Metall, oder? Ja. Ja, jetzt geht es langsam voran. Am Anfang haben wir ein bisschen gedacht, wir sind die schlechtesten Scrap-Mechanics-Spieler, will ich mal Scrap-Engineers sagen. Scrap-Mechanics-Spieler wie auf der ganzen Welt, gell? Der Zaun schaut aus, als hätte ein einer gebaut, der was gehandicapt ist, gell? Aber ich hoffe, er wirkt, gell? Solange er arbeitet, wie er soll, ist mir wurscht, wie der ausschaut. Kann ich dann von dir die 10 Metalldinger noch haben? Klar. Also jetzt noch nicht, aber nachher wenn ich zurückkomme. Ja. Okay. Bitte hoffentlich funktioniert das jetzt ein bisschen besser, gell? Ich hab Bock, das jetzt mal neu zu bauen. Ah, du kannst das haben, ja? Wo bist du? Ah, ich komm nachher mit. Ich bin ein bisschen im Wald unterwegs, ich suche. Ich geh da aber wieder ein bisschen holzen. Ein bisschen Holzreserve haben. So mit so Kisten und so sind in dem Spiel nicht so innen, gell? Nicht so gefragt, gell? Was für Kisten? Generell so Aufbewahrungscontainer sind eher so eher nebenbei, gell? Nicht so wie in anderen Spielen, wo du es unbedingt brauchst. Ja, das stimmt, ja. Eigentlich brauchst du sie nicht unbedingt, gell? Na, schade. Das ist schon feiner. Ich wollte eh gar nicht mehr Sachen. Da finde ich in Minecraft das System so geil mit dem. Wie heißt das? Applied Energistics. Mit dem Mod, wo du das als digital abspeichern kannst. Ah ja. Das ist geil. Auf die Festplatte. Das eigentlich nur, kann man das so noch abladen eigentlich als das Java Minecraft mit den ganzen Mods von Feed the Beast. Das war schade, wenn das nicht mehr gang. Ich denke schon, oder? Bist du gerade dran? Holz sammeln, nur. Ah, okay. Aber überleg, was war jetzt als nächstes, was ansteht, richtig? Also ich versuche jetzt auf unser Auto einen Bohrer drauf zu bringen. Mhm. Damit wir unabhängig von den Badmetten sind. Mhm. Und dann kommt quasi der Kaputt. Wie kannst du aus Öl das in Treibstoff umwandeln? Ich weiß es nicht, da gibt es einmal einen Refiner. Du brauchst sicher noch mehr Öl und noch was wahrscheinlich. So einfach ist es sicher nicht. Wahrscheinlich, ja. Kann man das eigentlich reinmachen? Ah ja. Mal, ich weiß nicht, ich kann das nicht.
Bei mir rollt das immer weg. Gut. Dann da. Wenn du denkst, wie wir am Anfang gespielt haben und jetzt, jetzt haben wir das schon ein bisschen besser draußen. Bisschen, ja. Wir sterben immer noch 5 Minuten. Ah ja, stimmt, ja. Ja, wenn du was zum Essen hast, geht's, gell? Ja. Ja, wenn du nichts mehr hast und dir alles ausgegangen ist und du. Das ist halt ein Scheiß, weil wenn du stirbst, stirbst halt gleich wieder, weil du halt nichts mehr hast. Tommy Fool. So, mit Omi marschieren, gell? Wie viel Scrap Metal hast du? 10. 10, ja. 10. Ja, das sind genau noch 15, jetzt wenig. Da habe ich 10 und da bin ich dann weggestellt, wo noch bleiben. So. Du baust da jetzt einen Bohrer drauf, da bin ich gespannt. Mhm. Weil deswegen hast du vorne schon das Gewinn drauf. Oh ja. Okay. Und hinten habe ich ausgebaut, weil ich da gerne die Kiste mitnehmen. Mhm. Weil dann muss es nicht automatisch refinen. Hast du ausgefunden, wie man Fuel herstellt? Na. Sauber. Was ist das da? Es ist Explosive Canister, das kann detonate bei Strong Conditions. Okay. Ah, Fuel, da Gasolin. Ah, du brauchst nur 5, wirklich nur 5 Öl. Praktisch. Du kriegst auch 5 Gasolin aus hier, also das ist jetzt gar nicht so schlimm. Weil in anderen Spielen, weiß ich noch, ist das meistens eine andere Partie, gell, das Herzstellen, das Zeug. Nehme ich gleich noch ein bisschen Öl mit. Ja. Oh, hoffentlich jetzt nicht mehr das Scheiß Abmattel. 7 Minuten noch, oder? Ja, ich bin ja schon fast da. Ich muss mir ein bisschen noch mehr Videos anschauen, dass ich das ein bisschen besser lerne, das Spiel. Ich kann mir nur so dumm vor gerade. Wie nichts ja, war. Schon gut. Ich gehe einmal so kleine Schritte. Wahrscheinlich mache ich alles falsch. Kannst du mir die Zähne geben? Ja. Das ist immer noch der volle Kanister, was du davor gehabt hast. Was? Ist das immer noch der Kanister voll mit Holz, den was du davor gefällt hast? Nein, das ist schon neuer. Geil. Kann ich ihn jetzt als Lara nachher mitnehmen? Kannst du mitnehmen als Lara, ja. Und ich tue jetzt auch ein bisschen im Haus drüber weiter, gell, weil ich hätte gerne echt ein Haus. Mhm. Mhm, weil ich liebe das, wenn ich so wirklich so heißer habe in so einem Spiel, gell. Mhm. Bin ich ein bisschen eigen, wenn es um das geht. Ich hab echt gerne ein Dach über dem Kopf. Seltsam, aber irgendwie verständlich, gell? Ja, mögen nicht alle, gell? Aber ein paar Leute haben echt gerne ein Dach über dem Kopf. So. Hast du das Verbindungstool noch? Ja. Den Verbinder? Ja. Kann ich das haben? Ja. Das kann ich nicht hergeben. Okay. Weil das wenn ich stirb, verliere ich das auch nie, komischerweise. Das ist okay. Fix in mir drinnen.
Das heißt, René muss sich das selber craften. So wie es ausschaut, oder in Davids Song, wo sortieren soll. Oder so, Wir haben kein Scrap Metal. David muss das dir irgendwo singen. Gut. Ich werde da vorne drauf den Drill drauf tun. Ja. Du müsstest den hinten mit dem Motor verbinden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, wie viel du mit dem Motor verbinden kannst. Geht nicht mehr. Okay. Wie läuft, das ist jetzt sowieso spannend, weil du kannst ja, wenn jetzt da Gas gibst, dann geht dir der Motor ein hinten. Aber wie steuerst du dann die Drill? Kannst du damit mit die 1, 2, 3, 4, 5 Tasten irgendwie steuern, oder? Weiß ich nicht, du brauchst einen Schalter. Achso, ja. Ich weiß es aber nicht. Stimmt, du kannst sicher den Motor mit dem Schalter verbinden und den Motor dann, das geht fix, ja. Und den Motor dann mit dem Drill. Das geht, 100 Pro. Wie schaltet man... Ich geh down zu dem Ding. Da muss man jetzt nur Interface irgendwie einen Schalter bauen. Was ist das da eigentlich? Ein Button? Actual Stuff? Aha. Da brauchst du gar nicht einmal so viel. Zwei Schaltkreise und uns. Ein Schalter haben wir oder sowas, gell? Wir haben ein paar Sachen da. Achso, okay. Okay. Warte, nehmen wir mal das mit Abi, gell? Ja. Ja, da haben wir jetzt. Ich weiß nicht, glaube ich, werde das jetzt anders da machen, gell? Sparen wir wahrscheinlich ein bisschen Holz, indem ich das einfach gleich auf der Ebene mache. Weil. Kannst du das verbinden? Kurz? Ja. Versuch's nochmal direkt zu verbinden. Ich habe jetzt da einen Schalter hergemacht. Ja. Weil wenn man ein ja. Ich glaube, ich muss mit dem einen Motor braucht sicher. Nein, ich kann das nicht direkt draut gehen. Ich werde schon einen zweiten Motor bauen müssen. Dann muss ich sagen, baue ich das Gerät anders da. Warte mal, geh mal kurz. So. Da vorne ist jetzt der Hardcore-Dildo drauf. Mhm. Switch is not connected to anything, okay, geil. Das ist cool mit den Hebebühnen. Mhm. Das fällt den Space Engineers ein bisschen sowas. Also brauchst du den Holzcontainer jetzt da? Ja. Okay. Kannst du mal da die Verbindungen ändern? Ja. Ich habe jetzt hinten so gesehen, leider mehr Urantriebsradl, gell? Ja. Kanntest du das mit einem Schalter? Kann man den einschalten und ausschalten? Ist das ein Chest, was da hast? Oder wie heißt das, der Holzcontainer? Was? Ja, ich brauche den Container. Den tue ich da hinten drauf. Ja. Jetzt ist es abgebrochen, gell? Nein, bei mir ist nichts abgebrochen.
bei mir hinten beim Rafen. Ja. Siehst du das? Na, bei mir schaut's drauf. Hast du den Rafen verbunden? Ja, ist ja geil. Du warst du das, Junge? Ah, fuck. Ah. Das ist so Mongo, hä? David hat das nicht über. Nicht im Krieg. David hat nur auf. Schau dir an. Schau sie da an, hä? Wow. Aber sie sind nicht reingekommen. Ah, da. Okay. Na, sie sind nicht reingekommen, ja. Aber sie haben nicht alles hingemacht. Darf ich den haben? Ja, den darfst du haben, ja. Oh, Scheiß. Na, es ist ganz gut gegangen eigentlich. Ja. So ja. Gell? Das ist denen wurscht, gell, das Zeug. Ja, ne? Geil. Duck, duck, Alter. Scheiße! Er baut wohl eine. Ein thailändisches Duck-Duck mit einem Bohrer vorne dran, das was umfleckt, wenn du eine Kurve machst. Geil. Das ist stabil. Im Prinzip ist es eine Mischung aus einem Duck-Duck, einem Mr. Bean-Auto und einem Bohrer, gell? Im Prinzip halt einem Strabag-Auto. Ein normales Strabag-Auto. Scheiße. On the way. Mach ein Stützrad, Leute. Ja, das funktioniert so, glaube ich nicht, gell? Ich tat. Ich hätte einen zweiten Motor drauf gebaut. Ja, wir haben gerade Scrap Metal. Viel Spaß beim Scrap Metal suchen. Ach Gott. Viel Spaß. Da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, also. Das ist ein bisschen blöd mit dem Rafen. Was ist, wenn da noch einen Rafen auch durch und einen zweiten hinten, der was daneben ja. ist? Kann es sein, dass wir gar kein Fuel drinnen haben? Oder wie das aussieht dann? Nein, es sind nur 5 drinnen. Ja. Ich mache. Soll ich ein bisschen mehr Fuel machen? Achso, nein. Okay. Ich hab vergessen, dass unten meine Stütze. Aber ich mache echt ein bisschen Fuel, weil das Öl brauchen wir sonst für eh nichts, oder? Oder braucht man das Öl für nur was? Was ist das? Ich mach jetzt einfach mal Fuel. Gut. Ich hatte die Frage, wo? Ja, ich mach noch einen besseren Motor. Ja. Weil das ist fast ein Zustand, kann man sich ganz ehrlich sagen. Ja. Okay. Ich bin schon wieder umgeflogen, Alter. Ich bin auch schon weitergekommen, ja. Ja, nicht David, schlecht, ich trage jetzt das Auto daher, gell? Ja. In Fahrtrichtung. Ja. Da ist übrigens noch eine Kiste. Ja. Ja. Eine Kiste? Geil. Extraction Components, ja. Warum tut das jetzt so da? Junge, zurück! Zurück! Du machst hin! Sobald er schneller wie ein Kreml fährt, liegt es nicht. Du musst jetzt klopfen. Ja. Und dann kann der sie aufsammeln. Warte mal. So. Okay, geil. Das ist lässig. Und das ist jetzt Metall oder Sturm? Beides. Eins ist Metall, eins ist Sturm. Mhm. Ah, okay. Das ist das geil, oder? Das ist echt cool. Das beeindruckt mich jetzt ein bisschen.
Ich hab schon Angst gehabt, dass wir nur auf dir angewiesen sein. Aber das war echt. Weißt du, was der gerade hingemacht hat? Und alle Ressourcen, was drein waren. Nicht schlecht. Ist das zart zu machen? Gott sei Dank hat er nicht das Auto hinten. Ja, bin ich auch froh, ja. Ja, ich merke gerade, dass sich das Auto mit dem Bohrer eher auf die unteren Regionen von dem Sturm beschränkt, gell? Ja. Aber da wird doch die Physik sein, oder? Scheiße, das Auto. Da kommt schon wieder einer. Bitte hilf mir. Der baut jetzt noch einen Motor ab. Der montiert dann jetzt fachmännisch ab. Okay, sehr gut. Dann muss ich das jetzt händisch refinen wieder, oder? Bisschen schade. Ja, das mach ich auch, ja. Aber dann können wir uns so einen Container wiederholen, ha? Ja. Da hat sich fast rentiert. Ah, jetzt haben wir schon das Material, was wir für den Cooking-Ding brauchen, direkt. Mhm. Ja, das ist ja recht lässig. René, hey. Er weiß, wie das Spiel funktioniert. Da die Strittbrettfahrer, der hat keine Ahnung, wie es geht, um dort gleich Holz zu abbauen. Ich bin Hilfsarbeiter in dem Spiel. Ein unterbezahlter Hilfsarbeiter. Ich muss Geld zahlen, dass ich mitspielen darf. Okay. Das ist scheiße, wieso hat der jetzt das Ding gemacht? Ist das teuer, das Zeug? Ja. Na super. Ich bin dehydrated, hä? Hey. Hast du Milch? Das da. Was? Ja. Wo ist das jetzt? Da. Danke dir. Magst du wieder zurückkommen? Nein, kannst du haben. Danke dir. Ja, das mit den Sturen interessiert mich jetzt aber gerade Nüsse, gell, dass ich da Sturen kriege. Ja, Sturen ist jetzt auch nicht mal weltbewegende Ressource. Crabstone Block, ja, na, das. Wichtig sind die Metalle, gell? Ja. Passt. Das ist wieder ein Sturen, so wie es ausschaut. Ja, die werden blau, gell? Das sieht aus, was? Das ist hart. Ja. Nein. Rot? Achso, nein, das glänzt also, die Reflexionen. Schwartel, 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 Schwartel. Jetzt machen wir jetzt so einen Container, oder? Ey, das Ding war schon wieder fein, gell? Ja. Ja, ich schau, ob ich das machen kann. Da kannst du echt eine Base auf vier Radl machen, ne? Ja. Da war da oben. Einen richtigen Wohnwagen kannst du machen, geil. Ja, Junge, ich brauch deine 10 Metal-Dings, ne, gerade. Meine 10 Metal-Dings? Nein, mach ich nicht, ich craft sie gerade selber. Metal-Block, den du vorausgeholt hast. Aber die macht's gerade so ein Ding.
Sturm, was brauchst du denn? Kannst du einfach eine Sturmmauer bauen, oder? Sand. Wahrscheinlich. Sand. Kannst du was machen? Ah, und dann wieder Erde draus, okay. Mir kommt irgendwie vor, ich baue das Haus falsch. Es kann jetzt sein, dass ich da als die kleinen Blöcke brauche, oder? Da gibt es sicher was anderes. Aber es ist echt so. Ich weiß es nicht. About it refiner. Schau mal. Ich bin ein fleißiger Arbeiter, gell? Ja, schau, was ich hab. Was? Geil. Hat mir jetzt die Arbeit erspart, was ich gerade gemacht habe. Aber egal. Schau, der hat sogar den Arm eingelegt. Ah, geil. Geil. Kannst du die ganzen Sachen reingehen? Fährst du zum anderen Sturm, dann nehme ich das Pack. Rein Interesse halber, was passiert mit dem Sturm, mit dem Baum jetzt da? Na, da brauchst du das Sackblattl. Okay. Na, was da passiert war.